Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der zuständige Senator ist nicht da, ist jetzt vielleicht aber auch nicht so schlimm, weil bei dem Thema Unterbringung von Flüchtlingen hatte er bisher noch nicht allzu viel beizutragen. Und damit kann ich dennoch gleich sagen, es gab auch keinerlei Verbesserungen innerhalb der letzten Monate, obwohl wir immer wieder über dieses Thema und die Probleme geredet haben, die Sie alle kennen. Die Lebenssituation der Flüchtlinge in dieser Stadt würde ich in vielen Einrichtungen als erbärmlich bezeichnen, und damit rede ich nicht nur von der Unterbringung in Turnhallen. Und wer die letzten Wochen in der Zeitung gelesen hat, was der Kollege Tasch noch mal für Bedingungen öffentlich gemacht hat, weiß, dass es immer schlechter wird. Und wenn es Lageso sagt, der Kollege Tasch kann offensichtlich eine Toilette nicht von einem Toilettencontainer unterscheiden, ist es erstens nicht nur eine Frechheit, sondern zweitens verwundert es auch sehr, dass das Lageso so wenig Ahnung hat, weil die Bilder des Kollegen Tasch über diese Unterbringung in Reinickendorf, die Bilder zeigen, dass der Kollege Tasch recht hatte und nicht das Lageso. Und das war das letzte Beispiel, an dem man erleben konnte, wie die Flüchtlinge der Situation in den Unterkünften ausgesetzt sind. Und wir alle erleben auch immer wieder, welche Konflikte dann entstehen, wenn die Bewohnerinnen gemeinsam mit den Unterstützerinnen und Unterstützern die Missstände anprangern und sie öffentlich machen. Das endet dann immer wieder in öffentlichen Anschuldigungen, in Hausverbote der Unterstützerinnen und Unterstützer oder auch in gerichtliche Auseinandersetzungen. Nur die Lebensumstände der Flüchtlinge verändern sich und verbessern sich auch hier nicht. Die Flüchtlinge werden nicht in Entscheidungen einbezogen, sondern sie werden dem ausgesetzt, im Übrigen auch all den Entscheidungen, die das Lageso oder die einzelnen Betreiber treffen. Und das konnte man nicht zuletzt an der geplanten Schließung der Unterbringungen der Levezzo-Straße sehen, die zu relativ viel Panik geführt hat. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass meine Fraktion schon die Schließung auch befürwortet. Aber wir finden auch, dass man im Vorfeld und rechtzeitig und ausreichend mit den Menschen kommunizieren muss, über deren Leben man entscheidet. Wir möchten gerne, dass der Senat endlich Abschied nimmt von dieser Politik der Entmündigung und der Bevormundung. Wir wollen Partizipation und Mitbestimmung. Und deshalb, meine Damen und Herren, schlagen wir Ihnen heute vor, dass in allen Gemeinschaftsunterkünften dieser Stadt Heimbeiräte eingerichtet werden. Heimbeiräte, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Bewohnerschaft, aus den Nachbarschaftsinitiativen, den Beratungsstellen, aber auch aus den Vertreterinnen und Vertretern des Landes, der Bezirke und der Betreiber zusammensetzen. Solche Heimbeiräte garantieren eben nicht nur die Mitbestimmung der geflüchteten Menschen und die Einbeziehung der Unterstützerinnen, sondern diese Heimbeiräte eröffnen endlich einen Weg, um zu Transparenz zu kommen, die wir doch alle immer wieder fordern. Über solche Heimbeiräte lassen sich Missstände in den Gemeinschaftsunterkünften schnell aufzeigen, ebenso wie Konflikte. Man kann das auch schnell aufgreifen und gemeinsam zu Lösungen zu finden. Man kann die einzelnen Akteure koordinieren und man kann endlich gemeinsam dafür sorgen, dass es eine Kommunikation auch im Umfeld der Flüchtlingsunterkünfte, sprich mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, kommt, die so ganz oft fehlt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir finden, die Heimbeiräte werden jetzt echt mal einen Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht könnte sich ja die Koalition dazu endlich mal aufraffen. Und ich hoffe, dass wir diesen Antrag sehr schnell in den Ausschüssen diskutieren, um dann gemeinsam zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Menschen zu kommen, die hier Schutz und Aufnahme suchen. Vielen Dank.